Die Arbeitgeber haben ihr Angebot auch am zweiten Tag der Verhandlungsrunde nicht verbessert. Reallohnverluste in den nächsten 2 Jahren sind mit den Gewerkschaften aber nicht zu machen. Sie kündigten an, die Warnstreiks bis zur nächsten Runde Ende März auszuweiten. Nach einem Jahrzehnt Reallohnverlust ein Angebot vorzulegen, das Reallohnverlust für die nächsten 2 Jahre erkennbar programmiert, heißt, die nächste Warnstreikwelle zu programmieren. Das ist die Konsequenz aus der Verhandlungssituation jetzt nach Abschluss der zweiten Verhandlungsrunde. Wir werden jetzt die Antwort aus den Betrieben geben müssen, um die Arbeitgeber dazu zu bewegen, ihre Position zu überdenken. Denn wenn das nicht passiert, laufen wir auf einen großen Arbeitskampf im öffentlichen Dienst hinaus. Weil so wie bisher kommen wir nicht zusammen. Die Gewerkschaften haben 6,5% für ein Jahr gefordert. Die Arbeitgeber haben das Angebot gemacht, mit der Hälfte der Verpflegung die doppelte Strecke zu laufen. Das ist nicht seriös und nicht akzeptabel. In der nächsten Woche werden die Beschäftigten in den Betrieben, in den Kindertagesstätten, die angestellten Lehrkräfte in Bayern die Antwort auf dieses Arbeitgeberangebot geben.